Ja, es tötet sich anscheinend tatsächlich besser mit bewaffneten Drohnen, denn insofern ist es ökonomisch, als dass man hier tatsächlich die Gewaltenteilung aufhebt. Man hat Ankläger, Richter und Henker in einer Person, in dem Fall in der Person Barack Obamas, der einmal wöchentlich die Listen durchgeht und entscheidet, wer jetzt mit Drohnen in welchem Land, wo und zu welchem Zeitpunkt getötet werden soll. Das ist rechtsstaatlich ein Fanal. Das ist absolut menschen- und völkerrechtswidrig. Es ist seit mindestens 10 Jahren ein Thema. So wird verfahren und es ist nicht so, dass Barack Obama das erfunden hätte. Er setzt die Praxis von George Bush fort, aber er befiehlt mehr Tötungen als sein Vorgänger. Und das ist vielleicht eine Erklärung dafür, warum die Friedensbewegung nicht unbedingt die Euphorie mitgemacht hat, die viele Barack Obama gegenüber vorgebracht haben, weil das eben bekannt war. Allerdings musste man bisher feststellen, wenn man diese Dinge geäußert hat, Barack Obama Drohnenkönig nannte, dass man sich schnell einer Diffamierungskampagne ausgesetzt sah als Verschwörungstheoretiker. Was so ein bisschen Euphemismus, ein Begriff dafür ist, dass man etwas nicht sagen darf, dass man es lieber der Zensur oder auch der Selbstzensur anheimfallen lassen sollte. Nun hat Amnesty International das Thema endlich aufgebracht und jetzt darf es offensichtlich berichtet werden. Es ist in einem breiten Mediendiskurs vorhanden, sicher noch nicht genug und natürlich besteht die Gefahr, dass es wieder verloren geht, denn im Grunde genommen müsste jetzt die Frage der Rechtsstaatlichkeit und des Völkerrechts für alle aufgebracht werden. Es ist ja bekannt, dass kein Geheimdienst alleine operiert, auch nicht der CIA, auch nicht Barack Obama mit dem CIA, der diese Befehle erteilt, sondern eben in Kooperation mit anderen Geheimdiensten, auch dem deutschen, die Verbindungsdaten, Handydaten und damit Koordinaten geben, um eben gezielt Verdächtige, und die Betonung liegt hier auf Verdächtige, töten zu können. Das heißt, man stellt nicht mehr fest, ob die Verdächtigen wirklich bestraft werden müssen, ob sie tatsächlich Täter sind. Sie werden bereits vorab getötet und Getötete sind dann auch nicht mehr Gegenstand eines Prozesses oder einer genaueren Untersuchung. Hier umgeht man diese Rechtsmittel, die eigentlich nötig wären, und man umgeht natürlich die Souveränitätsrechte anderer Staaten, wenn man vor allem in Pakistan und in Jemen solche Tötungsbefehle gibt. Man kann das Ganze ein bisschen weiterspinnen und sich vorstellen, wie es vielleicht unliebsamen Journalisten ergehen könnte, in unwegsamem Gelände in anderen Ländern, aber vielleicht auch bald gar nicht mehr so weit weg von uns, wenn wir solche Dinge zulassen. Es ist ja quasi Tür und Tor geöffnet dafür, dass noch weitere Rechtsbrüche stattfinden. Ein Skandal, der auf die Tagesordnung gehört. Man kann froh sein, dass Amnesty International das endlich angesprochen hat. Man kann auch fragen, warum erst jetzt?